wir machen jetzt die Nintendo Direct Reaction. Ich werde aber nicht auf alles eingehen, weil da auch viel Kram dabei war, der mich einfach nicht interessiert, beziehungsweise viel Gelaber. Deshalb skippe ich da jetzt so ein bisschen durch zu den Parts, die ich interessant finde. Aber wir fangen direkt mal an mit dem ersten Banger aus der Nintendo Direct. Das Spiel, das als erstes gezeigt wurde. Und zwar ist das das neue Mario und Luigi. Wir schauen mal rein. Tegi 16. Sehr cartoonig, hier mit so einem leichten Cell-Shading-Look. Schlechte Qualität, oder? Luigi! Ja! Also das Spiel sieht absolut fantastisch aus, wenn ich ehrlich bin, meiner Meinung nach. Die Mario und Luigi-Spiele sind eh super. Sind ja so RPG-Light mit vielen kreativen Ideen und genau das dürfte man hier auch erwarten. Ob man es dann tatsächlich auch spielt, weiß ich nicht, aber es sieht trotzdem super aus. Aber es sieht wieder so aus, als ob die da 80.000 Ideen haben. Man fragt sich manchmal bei Nintendo, wie macht ihr das? Wo nehmt ihr die Leute her mit den ganzen Ideen, mit dem Level-Design und den Gameplay-Ideen? Ich verstehe das manchmal nicht. Wie muss man sich vorstellen, wie arbeiten die denn? Weil man erwartet von Nintendo ja natürlich auch immer Kreativität und das liefern sie auch oft ab und es ist ja nicht so einfach, immer kreativ zu sein. Brothership. Okay, also gefällt mir gut. 7.11. Sehr gut. So, was haben wir dann hier? Als nächstes die Championships NES Edition. Das ist halt krass, das ist meine Kindheit. Das habe ich einfach, jedes Spiel davon habe ich halt gespielt damals. Speedrunning Challenges interessieren mich halt überhaupt nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das so der Knaller wird. Also da gibt es ja natürlich gibt's Leute, die das dann machen. Denzen wird wahrscheinlich hier komplett abgehen. Aber wenn das so viele Leute werden, dann will ich Leute Excite Bike Speedruns machen. Irgendwie ganz nett. Aber was ist das? JRPG. Relive the climactic Alvarez Empire arc from the hit anime Fairy Tale in this action RPG. Fairy Tale. Ich habe nie gehört, das Anime Fairy Tale sagt mir nichts. Set in the vast kingdom of Fiore, Team Natsu prepares to finish their fight. Sieht ein bisschen Dragon Quest mäßig aus. Engage in real time battles and unleash powerful attacks that fuse different kinds of magic based on who's in your party. Okay. Work together with your teammates to take down powerful enemies. Fairy Tale 2. Okay, launches schwer was zu sagen, aber ja, JRPGs gehen immer. Das Vorbild, nicht die Vorlage, nicht. Was ist das?
from Final Fantasy series creator Hironobu Sakaguchi. Hironobu Sakaguchi? And composer Nobuo Uematsu. What? Comes the turn-based RPG Fantasian. Das ist das Apple-Exclusive. The world is slowly being robbed. Ist das das gleiche, was auch für Apple his memories, erschienen ist? Oder ist es neues? Entity, threatening all mankind. Es hat ja kein Schwein gezockt, weil niemand Apple Arcade hat. Wir haben damals ein exklusives JRPG für Apple Arcade rausgebracht, das ist Fantasian. Aber das hat natürlich kein Schwein gezockt, wahrscheinlich außer Gregor. Und jetzt kommt es nochmal für die Switch raus. Ist das dann das gleiche Spiel, nur für die Switch optimiert, oder ist das ein ist natürlich schon interessant, allein wegen Sakaguchi, der halt einfach das Mastermind hinter den besten Final Fantasy-Spielen ist. Finde ich interessant, weil ich es halt auf Apple nicht gezockt habe. Aber es auch nur, wenn es wahrscheinlich ist, auch einfach nur ein Port. Nintendo Switch Sports, ja, komm. Können wir skippen, interessiert mich nicht. Was ist das? Mio. Ach, das ist so ein Hollow Knight-Ding, glaube ich. Oder? Beziehungsweise mit mehr Schwerpunkt auf Geschicklichkeit. Ah, da sehe ich jetzt schon. Das ist mir zu viel Geschicklichkeitskram. Sieht aber nicht schlecht aus. Grafikstil sicherlich ein bisschen Gewöhnungssache, so mit diesem Buntstift-Optik. Mio 2025 Memories in Orbit. Ja. Also Metroidvania Geschicklichkeitsding. Cartoon Classics. Was ist das? Into a new update for Disney Illusion Island. Monoth's greatest detective is solving a mystery and only Mickey and friends can help. In the brand new adventure Mystery in Monoth. Uncover hints and evidence scattered throughout the world. Then use the dashboard to crack each case. What big secret lies at the end? Start sleuthing, because this free update launches on Nintendo Switch later today. Keine Ahnung, was das ist. Island Adventures await. Hello Kitty Adventure, tschüss. Customize your character. Looney Tunes Wacky World of Sports. Arcade style sports. Unleash the full power of Acme across iconic levels in up kids. To 4-player local co-op. But watch out for falling anvils. Looney Tunes Wacky World of Sports crashes onto Nintendo Switch this autumn. What's up, Doc? That's all, folks. Was ist das? A monster army is at your command. This is Felicidad, a realm of monsters. Those who command and raise them are called Farmagia and play a vital role in the land's civilization. 10 a Farmagia must rise up against the oppressive Magus to stop his vicious reign of the underworld. Raise monsters and lead them into the fight against the Magus's armies. Plant seeds, then cultivate, and harvest them to make your buddies come to life. Züchtest deine eigenen Monster, mit denen du dann kämpfst? Give commands to your monsters and exploit enemy weaknesses in action-packed combat. Ja, let's face it, werde ich nicht spielen. Ist vielleicht was für meine Kids, aber werde ich nicht spielen. All of the battle buddies in your party's banana horde. Donkey Kong. Nie ein riesen Donkey Kong Fan gewesen tatsächlich. Auch wenn ich es natürlich gespielt habe, weil wir ja nichts hatten. Aber ich mag eigentlich die Donkey Kong Country Reihe nicht besonders. Each level is filled with hijinks, spielerisch kein no Vergleich zu Super Mario World oder so. From manic minecarts. Ja, interessiert. Ehrlich gesagt, auch hier wieder ein Remake. HD Remake für die Donkey Kong Country Fans. Ja, ist okay, and aber reizt mich ride nicht. On
So, jetzt wird's auch nett, weil das ist zwar auch ein Remake, aber das sieht einfach grandios aus, meiner Meinung nach. Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Ich finde, das sieht absolut fantastisch aus. Und da habe ich auch richtig Bock drauf. Das ist für mich perfektes Switch. Perfektes Switch-Spiel. Habe ich auch nie gespielt, Dragon Quest 3. Also insofern... Journey with allies to face the Archfiend on an epic adventure. Memorable encounters. Das ist ein bisschen Octopath Traveler Optik. Perplexing challenges. Perplexing challenges. Er schiebt einen Stein. And formidable monsters await. An iconic RPG remade in HD 2D. Das sieht schon cute aus auf jeden Fall. Forge your own path. The legacy begins. Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Coming to Nintendo Switch November 14th. November Dragon Quest 3. Erlebe die komplette Erdrick-Trilogie. 1 und 2 HD 2D Remake. 2025. Moment, dann kommt Teil 3 vor Teil 1 und 2? Haben die das gut durchdacht? Nintendo Direct, goran minasama. Konnichiwa, Hori Yuji desu. Dragon Quest 3 no eizo. Ja, hat er sich aber selber geschnitten. Yoyaku hatsubaibi wo happyou dekite, boku mo ureshiku omoimasu. Soshite, kyou, surprise de happyou shita. Dragon Quest 1 und 2 werden auch eine HD-2D-Bearbeitung halt kommen, aber nach Dragon Quest 3. Von der Chronologie her stellt Dragon Quest 3 den Anfang dar? Hä? Ach, die Story von 3 ist eine Art Prequel. Warum haben sie denn nicht einfach... Ja, okay. Na gut, aber da gibt es ja auch nicht was zu sagen. Finde ich schön, diese HD Remakes. Also das gefällt mir einfach gut. Wird man es durchzocken, muss man sehen, aber auf der Switch so ein schönes JRPG finde ich gut. Was haben wir hier? Funko Fusion. Ein Funko Pops Spiel. The world of Funko is coming to life in this action-adventure mashup for the ages. Play with more than 60 characters. As you explore locations, okay, das ist eigentlich ganz nett, dass du so viele Charaktere spielen kannst, aber grafisch sieht das absolut furchtbar aus. Use special skills and crafted gadgets to explore epic worlds, each with their own unique puzzles. Aber dass du natürlich jeden Charakter nehmen kannst und die haben dann ihre eigenen Fähigkeiten, das ist natürlich ganz nice, aber... And Cylons from Battlestar Galactica, they're certainly not toying around. Unbox the universe. When Funko Fusion pops onto Nintendo Switch, September 13th. Die Idee ist eigentlich ganz nett. Ich habe keine einzige Funko Pop Figur. We've got a smorgasbord of spooky, silly and strategic games. Ready for an adventure of ghoulish 2 HD. Summon your courage. Nintendo übertreibt es aber auch mit den HD Remakes, oder? Find him, catch him, and lead him on a joyful RPG adventure. Explore dungeons and battle monsters. Das sieht auch absolut customize all aus. Sorts of outfits. Decorate your island however you'd like. Ja gut, für and meinen more. Sechsjährigen vielleicht, plus, aber up to four players in local co-op can team Mensch. Up to catch special Dempaman. The new Dempaman is free to play and launches as a timed exclusive on Nintendo Switch July 22nd. Ohne Scheiß. Oh, was ist das? Metal Slug? Tower Defense installment of the Tower Defense Slug Metal Slug? Take control of your forces and pulverize enemy strongholds.
Da habe ich Bock drauf, Leute. 300 Units with different abilities. 300 Units mit Abilities. To win tactical tussles. You can also slug it out with other players in online battles. Metal Slug Attack Reloaded. Storms on the Nintendo Switch later today. Metal Slug Tower Defense mit Online-Funktion. Moment, was? Metal Slug Attack Reloaded. Storms on the Nintendo Switch later today. Later today, das gibt's schon. Das gibt's schon. Boah, das hole ich mir jetzt gleich direkt auf die Switch. Ich habe die jetzt nicht hier, aber das hole ich mir direkt. Das ist ja nice. Oh, Darkest Dungeon 2. Ja, das ist alt, kenne ich schon. Geiles Spiel, aber frustrierend as fuck. Was haben wir hier? Zelda Four Swords. Play Link's classic 16-bit adventure and team up online to explore randomized dungeons so in The Legend of Zelda, A Link to the Past. Aber man muss fairerweise sagen, sie haben natürlich auch immer mal wieder eine neue IP im Gepäck oder ein neues Spiel, aber es ist schon krass, wie die aus ihren alten Spielen alles rausquetschen. Plus, coming to the new Nintendo 64, Nintendo Switch Online Mature Collection of Games. Mature Collection. Turok? Jesus Christ. Das ist ein Spiel, auf das keiner gewartet hat. Das wollten die Leute nicht mal spielen, als es damals fürs N64 rauskam. Ist das Transformers? Perfect Dark. Infiltrate a corporation to end their alien conspiracy in Perfect Dark. Now with online multiplayer. Okay, das ist ganz cool. Perfect Dark Online Modus. All four games aber will be available for Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack members later today. Ja, okay. Turok war damals super. Nee, Turok war nie super. Ich fand Turok schon immer scheiße. Das ist Marona, eine junge Frau, die Phantomen kommunizieren kann. Ist das wieder ein JRPG? Ash! In this new installment in the Phantom Brave series. Take on tactical turn-based battles. Where you combine the Phantoms, ja, das ist vom Spielprinzip eigentlich durchaus mein Ding, aber die Knutsch-Optik gefällt mir nicht. Aber solche Spiele können manchmal besser sein, als man denkt, so, weil die taktisch gut sind und Bock machen. Ist das Phantom Brave? Okay, machen wir weiter. Was haben wir hier? Capcom? Was ist das? Seven Arcade Games featuring Marvel und Capcom characters are fighting their way onto Nintendo Switch as one collection. Clash in X-Men versus Street Fighter. Duke it out in Marvel versus Capcom 2 New Age of Heroes. Ja, ist natürlich geil, das macht Bock. The Kingpin in the beat 'em up side-scroller The Punisher and more. Hit up training mode to polish your fighting skills and combos. Select online mode to challenge rivals around the world. Or play co-op in The Punisher. You can also cross over to the museum to view artwork or listen to music from each game. Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics launches on Nintendo Switch this year. The latest game in the Mario Party series takes place on an enormous island resort. Get ready to jump into the biggest selection of Mario Party minigames yet in Super Mario Party Jamboree. First, let's see some of the new boards where you'll compete to collect the most stars. Take the escalators to travel between floors in Rainbow Galleria. Ja, Mario Party ist halt auch so eine Sache. Irgendwie, also ich mag da eigentlich nur die Minigames. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
Ich finde das Boardgame immer so ein bisschen nervig und auch am Ende kommt dann wieder irgendwie einer, der 10-mal verloren hat, kriegt 20 Sterne und gewinnt und so. Ist alles so ein bisschen. Aber die Minigames sind eigentlich ganz geil und man kann das schon auch gut mit Freunden oder mit Kids und so spielen, aber. Along with 5 new game boards, 2 boards from previous Mario Party games make their return. Some minigames are action-packed challenges. Die Minigames sind geil, da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich mir denke, so, Alter, Nintendo, die haben so viele kreative Leute da sitzen. Das musst du dir auch trotzdem alles immer erstmal ausdenken. Aber das macht im Multiplayer schon Spaß. Also diese Minigames-Challenges, die spiele ich eigentlich immer gerne. Oh, das ist cool. Online Minigames Challenge mit 20 gegen 20 Leute. Das ist tatsächlich ein ganz geiles Feature. Weiß nicht, ob es das schon früher gab, aber so Online Mario Party Minigames Challenge à la Fall Guys finde ich eigentlich ganz geil. Keine 20 Freunde, du brauchst keine 20 Freunde. Du kannst ja online wahrscheinlich random dir zulosen lassen. Niemand hat 20 Freunde. Super Mario Party Jamboree launches on Nintendo Switch October 17th. Ah, okay, das habe ich mir schon angeguckt, das neue Zelda. Wo wir die Prinzessin spielen. Nee, oder? Doch. Fängt so gut an mit Link und dann muss man Zelda spielen. Link opfert mal wieder sein Leben. Sieht aber sehr schön aus, tatsächlich. Optisch gefällt mir das. Echoes of Wisdom. Zauberstab. Minasan, konnichiwa. Zelda no Densetsu, Shiriizu-Producer no Aonuma desu. Hi. Goran itadaita eizou wa Shiriizu saishin-saku. Was ich gerade sehe, der neueste Wisdom. Dieses Mal ist Link verschwunden und jetzt ist es an Prinzessin Zelda Protagonistenrolle zu übernehmen. Sie fragen sich vielleicht, wird Zelda jetzt ein Schwert ziehen und kämpfen? Und hier wollten wir eine neue Spielweise einführen, welche mit der Spielkonvention vorheriger The Legend of Zelda-Spiele in der Vogelperspektive bricht. Sehen Sie sich bitte das Video an, denn das erklärt es viel besser. Stolen away. Across the vast lands of Hyrule, strange rifts have appeared and have taken many people, including Link. Now alone, Zelda meets the fairy Tri, receives a mysterious staff called the Tri-Rod, Triforce, and sets off on a journey across Hyrule to save her kingdom. Also, grafisch ist By toll. Waving the Tri-Rod at a table she found, Zelda learned how to create an imitation of it called an echo. Once you learn an echo of something, you can recreate it whenever you'd like. Even if there's a wall blocking your path, you can create echoes of tables to get a leg up. Just like okay. that. Das ist eigentlich wie Minecraft. You can create wooden boxes, old beds, and unusual things like water blocks. How you use them separately or together is entirely up to you. Learn and create echoes of things you find while exploring Hyrule. You might be surprised at what you discover. Aber was kann man denn da noch machen, außer sich Stufen bauen? Ob ich jetzt ein Bett oder eine Kiste baue als Stufe, ist doch wurscht. You could pick up and throw a rock echo, for example. Okay. That's not all, though. You can also create echoes of monsters. Das ist cool.
Echoes of Monsters, dadurch macht Spock die Monster zu sammeln. Und dann kannst du die im Kampf einsetzen oder wie? Ja, hier. Okay, die kämpfen dann für dich. Monsters have different abilities. Das finde ich ganz cool, das Feature. So choose the one you want to create based on the situation. Wisdom is key after all. Okay, es ist interessant. Auf jeden Fall sehr kreativ wieder mal. Das ist das, was ich ja gerade angesprochen habe. Haben sie sich wieder mal was Neues ausdenken lassen? Das ist halt die Frage, wie, was kann man da alles klonen und wie kann man es alles einsetzen? Ich finde gut, dass ihr mich fragt, was ich davon halte. Nun, ich weiß es noch nicht. Es hängt so ein bisschen davon ab, was man alles machen kann. Also jetzt die ganze Zeit irgendwelche Kisten oder Betten bauen, weiß ich nicht, ob das so befriedigend ist. Muss man sehen, was kann man alles klonen, wie kann man das einsetzen, kann ich jetzt noch nicht so richtig abschließend beurteilen. Aber die Idee ist eigentlich ganz nett. Auch wenn ich Zelda gerne mit Schwert gesehen hätte. Ich verstehe nicht, warum darf Zelda kein Schwert schwingen. Optisch gefällt mir das gutes Spiel und ja. Aber mehr kann ich jetzt Stand jetzt nicht dazu sagen. Es gibt viele Echos. Ja. Ich glaube, das macht schon Bock, da viel mit rum zu experimentieren. Aber hier, die Bettentreppe, die nervt mich jetzt schon. Aber das ist schon eine geile Idee irgendwie. Habe ich Bock drauf. Nee, habe ich Bock drauf. Im September schon, okay. Doch, da habe ich Bock drauf. Okay, noch eine Zelda-Switch. Wer sich freut. Okay, ja, gut. Just Dance. Lego Adventure is on the horizon. Lego Horizon. Lush landscapes. Dive deep into the cauldrons. Climb up onto tall necks. And traverse ja, other cool. Locations inspired die Lego-Spiele sind ja auch nicht schlecht. Meine Kinder zocken die gerne. Ist okay für die Kids. For the Kids. Stray, okay. Alt brauchen wir nicht. Ein schlechterer Grafik, als wir es schon gespielt haben. Was ist das? Welcome home, Hobbit. Welcome home, Hobbit? If you've ever wanted to live like a hobbit from the Lord Tales of the Rings, of the Shire, a Lord now, of the Rings a leisurely existence, nestled away in an idyllic, quiet corner of Middle-earth, can be yours. Customize your appearance, Alter, decorate your home, aus. And settle into life in the Shire. As a newcomer to the little haven of Bywater, you'll befriend your neighbors, work together to solve problems, and even share a meal. Or three. Explore, holy garden, shit, was fish, ist das denn? Forage and cook. The best way to build a hobbit community is by hosting a dinner party with spielen? Your homemade dishes. Plus, you can trade with your neighbors ja so unique hässlich. Decorations or special ingredients und so for langweilig. Even tastier meals. Friendly hobbits and familiar faces await your arrival when... Also jetzt mal ganz ehrlich, sag mal, spinnen die mittlerweile mit dem Herr der Ringe-Franchise? Wissen die, was wir mögen an Herr der Ringe? Man kann es doch in jedem Herr-der-Ringe-Film kaum erwarten, bis wir endlich das Auenland verlassen. Das langweiligste aller heiliger Bimmer. Also wirklich. Schlumpfhausen ist interessanter als Hobbingen. Ist nicht das... Also das Interessanteste ist doch, was außerhalb von Hobbingen passiert. Tales of the Shire launches on Tales Nintendo of the Switch Shit. This winter. Und es sieht auch noch absolut crap aus. Was ist das? Ace Attorney? Checkmate. Objection! Two Ace Attorney spin-off games, including a sequel. Okay, ich habe noch nie einen Ace Attorney gespielt. Ich glaube ja, dass die irgendwie ganz geil sind, diese Ace Attorney-Spiele. Ich habe mich da noch nie irgendwie rangetraut. Ich frage mich halt, wie man das balanced, dass das ein 10-Jähriger lösen kann, aber auch nicht. Weil, ich habe natürlich nicht die Skills von einem 10-Jährigen. Was ist das? Persona? Das sieht aus wie Persona.
Irgendwas aus dem Persona-Franchise? After a devastating attack by unknown assailants, Takumi Sumino's life gets turned upside down. A mysterious school mascot suddenly appears. School mascot, das muss doch Persona While Takumi sein. Manages to get out of harm's way, he's last then forced to enroll Academy. At the Last Defense Academy, I'm along read. With 15 other students. Their mission is to defend the school from hostile student enemies for 100 days. Oh, Nils Raid, dankeschön. Herr Bomhoff, lang geht's ja auch nicht mehr weiter, aber ich mache noch hier die Nintendo Direct gerade durch, denn dann gehe ich ja zur Watch Party in den Rocket Beans Studios. Also vielen Dank für den Raid. Gleich Watch Party, Deutschlandspiel bei Rocket Beans und jetzt gucken wir hier noch ein bisschen weiter die Nintendo Direct. Wir sind aber auch schon fast durch. An academy shrouded in secrecy. Ich dachte, das hier ist Persona, aber das ist nicht Persona. And the unavoidable loss of allies. Can Takumi survive this 100-day trial, colored by extreme and despair, and return to his normal life? The creators of Danganronpa present The 100 Line Last Defense Academy. What? Das kann man überhaupt nicht lesen. The 100 Line Last Defense Academy. What? Academy, launching on Nintendo Switch early next okay. year. Embark on a saga spanning generations. Oh, Romancing Saga. Auch ein Remake. A full remake of Romancing Revenge Saga of the 2 Seven. Is ja, Romancing launching saga onto 2. Nintendo Switch. Oh, das JRPG. Oh, das sieht aber nicht schlecht aus. Rule and expand the Empire of Beren across multiple generations while challenging the legendary seven heroes who have turned to darkness. Aber auch wieder nur ein Remake, combat, ne? Use returning saga features like glimmers aber, to learn skills. Ah, okay, die haben das Kampfsystem ein bisschen verändert, aber ja, to enhance abilities. Turn-based battles have also evolved into timeline battles, where the action order aber is ey, wer hat die Zeit für die ganzen JRPGs? Innovative ey. Features like united attack can also help with strategy. Aber das gefällt mir, das sieht gut aus. The course of the and protect zusammen mit Dragon Quest Revenge of the Seven. Launches on Nintendo Switch. Das interessanteste Romancing Saga 2, top. Ja gut, Gregor, das stimmt. Gregor würde die alle zocken und hat die wahrscheinlich schon gezockt. Romancing Saga 2, aber cool, cool, cool. Sieht auch cool aus, das Remake. Und damit ist die heutige Nintendo Direct Präsentation fast zu Ende. Aber wir wissen, was jetzt noch kommt, ne? Das gucken wir uns jetzt natürlich an. Ich habe es mir schon angeguckt. Ich will nicht so tun, als ob ich nicht wüsste, was jetzt kommt. Das Raumschiff kennt man. Zumindest den Helm. Es ist gar kein Helm. Aus dem Helm-Raumschiff kommt Samus! Und damit ist auch klar, sobald wir das hier sehen, Ego-Perspektive hat. Es handelt sich hier um ein Metroid Prime. Erster Gedanke ist natürlich, ist das hier ein Remake? Texturen sind ein bisschen verbessert, scannen, das sieht alles sehr nach alten Metroid Primes aus. Das sieht zu verwechseln ähnlich mit Metroid Prime. Aber nichts, was man schon in der Form so gesehen hat. Ein neuer Schurke. Metroid Prime 4, tatsächlich. Beyond. 7 Jahre in the making. Nun, ich finde... Oh, es geht noch weiter. Okay, das sieht ganz cool aus. Okay.
Das könnte auf eine Open World hindeuten. Sollen uns das sagen, dass es eine Open World gibt? 2025. Ah ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Wenn wir es uns nochmal angucken, also grafisch ist natürlich, ja, ich weiß es, die Switch hat sich da nicht viel getan, aber was mich ein bisschen stört, ist, dass es halt echt einfach nur in Anführungsstrichen more of the same scheint. Es ist natürlich noch sehr früh, frühes Gameplay, wir können noch nicht viel dazu sagen. Das sieht auch aus, als ob das noch am Anfang des Spiels ist. Aber es scheint nach all den Irrungen und Wirrungen um die Entwicklung von Metroid Prime 4, dass man sich entschlossen hat, bei den Leisten des Schusters zu bleiben, keine Experimente zu machen und einfach ein weiteres Metroid Prime. Was natürlich gut ist, ich meine, Metroid Prime ist ein Top-Spiel, aber so die ganz große Innovation scheint hier auszubleiben. Wenn ich jetzt mal so von Zelda Breath of the Wild zum Beispiel ausgehe, was ja das Zelda-Game auf ein neues Level gehievt hat, das sehe ich jetzt hier zumindest in den paar Szenen noch nicht. Das sieht schon noch ein bisschen altbacken aus. Also ich meine, Metroid Prime ist wie alt? 15 Jahre? Frage ist halt auch, ist das hier 2025, ist das noch für Switch 1? Also für eine Switch 2 wäre die Grafik eigentlich zu schlecht. Es könnte aber natürlich auch für eine Switch 2 kommen. Wie alt ist Metroid Prime? 25 Jahre? Ich weiß es gar nicht. Aber erstmal geil, dass wir Gameplay sehen. Also das finde ich schon mal geil. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, ich bin jetzt mega gehypt. Dafür sah mir das jetzt zu standardmäßig aus. Also versteht mich nicht falsch. Metroid Prime, super Spiel. Aber für ein Spiel, das 7 Jahre in Entwicklung ist, auf das so viele Menschen warten, war das Gezeigte jetzt dann doch ein bisschen underwhelming. Also, das sah jetzt einfach aus, es hätte auch ein Remake von Metroid Prime 2 oder so sein können. Da war jetzt, zumindest in dem, was gezeigt wurde, ich sag nicht, dass im finalen Spiel nicht 1000 neue Innovationen und geile Ideen drin sind, aber das, was da jetzt gezeigt wurde, war ein bisschen dünn. Ich weiß gar nicht, ob Nintendo sich da so einen Gefallen getan hat, das so zu zeigen. Wahrscheinlich wollten sie einfach was abliefern. Aber 7 Jahre Entwicklung habe ich da jetzt nicht gesehen in dem Trailer. Ich weiß, es war nicht konstant 7 Jahre hin und her und so, trotzdem. Die erste Ankündigung ist 7 Jahre her, da könnte schon ein bisschen mehr bei rauskommen. Aber ein neues Metroid Prime, da wollen wir vielleicht erstmal nicht jammern. Okay, das war's mit der Nintendo Direct. Also was bleibt, ist auf jeden Fall das neue Zelda-Game mit Prinzessin Zelda als Hauptcharakter, das sehr nett ist. Die Dragon Quest 2D HD-Remakes, Metroid Prime natürlich, das Metal Slug-Ding, was ich mir jetzt gleich kaufen werde, weiß ich nicht, ob das so für jeden interessant ist, aber für mich ein Metal Slug Tower Defense, count me in. Und ansonsten sehr, sehr viele Remakes, ja klar, Romancing Saga kann man alles machen, aber es war natürlich alles sehr viel Remakes und genau, am Anfang noch Luigi Brotherhood, oder wie es heißt, Brothership, nicht Brotherhood. Brothership, das sieht auch cool aus. Also, wie immer eigentlich bei Nintendo. Ein paar interessante Neuigkeiten, viele Remakes. Ich gebe mal eine 7 von 10 für diese Nintendo Direct. Ich will nicht zu kritisch sein, aber wir müssen uns ja auch noch ein bisschen was aufheben für einen Switch 2 Reveal. Und ja, ich finde, ich bin von Metroid ein bisschen underwhelmed, sage ich ganz ehrlich. Ich will nicht der Anti-Hyper sein oder edgy hier rüberkommen und so generell Metroid Prime 4 geil, aber was ich da gesehen habe, ist mir zu altbacken. Ist mir zu wenig Innovation irgendwie, zu nicht fresh genug. Wie gesagt, nur bezogen auf das, was ich jetzt gesehen habe. Ich weiß nicht, was noch kommt, was noch sein wird. Open World, dies, das, kann auch alles geil werden. Aber das, was ich bislang gesehen habe, so hat mich jetzt noch nicht so vom Hocker gehauen. Okay. Das war's mit meinem Reaction. Jetzt wisst ihr Bescheid.